zwar allgemein natürlich gegen jede Form von Extremismus und von Gewalt, aber das Problem, was wir hier haben, ist Rechtsextremismus. Und das hat uns zusammengeführt und das führt uns immer wieder dazu, dass wir alle Vierteljahr etwa in diesem Plenum zusammenkommen. Es waren ja heute wieder 35 oder 36 Leute da, das ist doch unglaublich, ja? Dass die immer wieder kommen, um gemeinsam zu beraten, was wollen wir tun. Ungefähr 40 Organisationen aus Neumünster, politische Organisationen, also Parteien, die in der Ratsversammlung sind, Kirchen, beide Religionsgemeinschaften, Moscheen, Sportvereine, Schulen, also Schulvertreter sind hier auch mit. Das Bündnis gegen Rechts wiederum ist auch Teil davon. Also ein ganz breites Spektrum, wie man sich es gar nicht breiter vorstellen kann. Weil hier viele Gruppen, Vereine, Verbände, Parteien, aber auch Kirchen oder Glaubensrichtungen zusammenkommen und gemeinsam gegen rechte Hetze vorgehen und entsprechende Aktionen planen. Die Stadt braucht ein solides Fundament. Das ist nicht nur der Großflecken und die Geschäftswelt, sondern das ist eine Überzeugung. Und für uns ist es wichtig, dass die Grundgesetze eingehalten werden und dass man demokratisch miteinander umgeht, weil dann der Frieden erhalten bleibt. Und das ist unbedingt wichtig. Ja. Wir haben eine gute Chance, eben auch Dinge, die hier am runden Tisch gemacht werden oder beschlossen werden, dann auch über die Kommunalpolitik denn in die Ratsversammlung einzubringen. Die Offenheit, die Bandbreite, wir haben von der linken Partei bis zur CDU, von der katholischen Kirche bis zu den Moscheen, alle Möglichkeiten da und das macht uns mutig und bildet eine wichtige Grundlage für uns. Musik